gewisse Ich-Bezogenheit, die du mit hier reingebracht hast. Das ist eben typisch Narzisst. Und Narzissten sind nicht die beliebtesten. Ich bin kein Manipulateur, ich bin kein Narzisst oder irgendein anderer Doktorbegriff von irgendwelchen Ferndiagnosen aus YouTube. Bin ich Grüße nicht. Grüße gehen raus. Brauche ich nicht. Grüße gehen raus, Brudi. Vor allen Dingen Ferndiagnose, was soll das? Ich habe eine Meinung. Ich habe eine Meinung. Das heißt nicht, dass ich sage, das ist so. Man verliert doch schon den Glauben an diesen Mann. Und wenn man dann noch so feststellt auf Instagram, was der da vom Stapel lässt. Ich habe langsam keine Geduld mehr. Puls 97 im Sitzen. Oh, Hilfe. Ich kann das nicht mehr hören. Das ist doch so krank, meiner Meinung nach. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Kampf der Reality Stars, Folge 3. Wer mein Video schon, mein Statement zu Mikes Androhungen nicht gesehen hat, dem blende ich das hier ein und finde das nochmal unten in der Infobox. Denn da sage ich so einiges zu ihm, seine Androhungen an all die YouTuber und da gibt es auch schon Szenen zu sehen, wie Mike sich hier verhält, was die anderen Mitstreiter hier in dem Format angeht, warum er sie so nervt und so weiter. Ja, darum wird es auch heute gehen. Lasst uns einfach mal einsteigen. Es wird cringe, creepy, aber ich finde für die Verhältnisse noch relativ human. Welche Verhältnisse denn? Mikes. Super Standard. Wir legen die Messlatte tief. Wir setzen sie tief an. Wie tief denn noch? Ja, es ist wie das, Freunde. Da messe nix. Ja. Reality-Stars, die sich ausnahmsweise mal für einen Moment lieb haben. Die Stimmung am heutigen Morgen ist sehr harmonisch und ich würde sagen, das ist die große Ruhe vor dem Sturm. Weil alles ist zu harmonisch und deswegen erwarten wir heute einen Tornado. Es werden neue Leute kommen. Mhm. Ich bin richtig gespannt, was heute passiert. Gar nicht. Ich habe keinen Bock auf so einen ultralangweiligen Tag, aber ja. Ich sage, heute kommt wer. Auch wenn die Betten voll sind, aber heute, ich sage, heute kommt wer. Ich sage, es kommt eine Frau. Ich sag auch, es kommt eine Frau. Ja, weil die haben halt Männerüberschuss, aber der Produktion ne? ist offenbar, sind die Stars ausgegangen. Mhm. Es scheint schwierig zu sein, denn es werden schon solche Leute wie Enrico hier reingeschleust. Ja gut, der werte Herr Ronald, ne? Der legt seine eigene Messlatte immer gerne mal ein bisschen höher, als sie dann wirklich ist. Und meint dadurch, andere ein bisschen niederzumachen, zu denunzieren. Ach, Ronald, wollen wir uns nicht so weit aus dem Fenster legen, gell? Ich glaube, Desiree Nick safe. Desiree Nick. Boah, die Nick, Alter, da wäre hier aber Zündung drin. Ja, genau. Und das ist genau das, was wir hier jetzt brauchen. Desiree, wer ist das? Ganz böse. Kennst du nicht. Die wäre auch nichts für dich. Das hast du nicht. Die wäre absolut nichts für den Kleinen. Ich würde mich zum Beispiel über Anke Engelke freuen. So, jetzt du, wovon träumst du? Sind wir hier am Ballern? So Mann, ich könnte mal wieder allgemein so ein bisschen fummeln, ein bisschen knutschen, so wäre ich schon für, so hätte ich Bock drauf. Du Otto, du weißt aber schon, dass das hier nicht Temptation Island ist, oder? Ja, wer kommt denn da? Mustert. Hallöchen. Was ist das? Hi. Ja. Ey, das ist doch... Elina scheint was zu ahnen. Ja. Aufgepasst. Das ist Amerche, die mit der Elena bei Love Island war. Und die sind so Rivalinnen, weil die eine was mit dem Mike Heiter hatte, bevor die andere das hatte. Und dann hat die andere danach mit dem dritten Kind bekommen. Und die finde ich persönlich sehr unangenehm in dieser Folge. Wettert extrem, schießt extrem gegen Elena, wo ich auch denke, warum hast du das nötig? Das, okay, wenn man sie dann sieht, versteht man das. Aber ja, Achtung, es wird cringe. Leute, ich bin Kerstin Schulze. Wer? Kerstin Schulze. Wie alt bin ich nochmal? 29. Hat vergessen, wie alt sie ist. Man kennt mich aus verschiedenen Formaten. Ich bin schon wählerisch, habe schon die letzten Jahre viel abgesagt, ja. Meine Zeit bei Love Island war mega, weil das war ein Sommer deines Lebens, den du nie vergessen wirst. Ich bin ja hier der King im Haus, ne? Und jeder King braucht ja auch seine Queen, oder? Das ist die Gewinne. Bei Love Island wurden sie ein Paar. In dieser Staffel war auch Elina. Sie schnappte sich Teilnehmer Jan. Ja. Und gewann mit ihm das Ding. Der Ofen der Leidenschaft kühlte nach der Show prompt ab. Mike und Catherine sagten sich auch au revoir. Dann sortierte der Gott des Klatsch und Tratsch neu. Eine Love Story wie von Rosamunde Shakespeare, sogar mit Nachwuchszeugung. Catherine gewann immerhin eine Erkenntnis. Ja gut, wäre ich mal lieber zum Bachelor gegangen, ne? Soll ich euch mal ganz ehrlich was beichten? Mhm. Ja, mach mal. Ich mache ja eigentlich beim Kampf der Reality Stars mit, wegen der Buchbinden.
Wegen der was? Und wegen dem Kommentator. Das ist doch das Beste an der ganzen Show. Das ist Oscar-reif. Oh, danke schön. Sollte ich nicht erst mal sagen, was Kampf der Reality Stars ist? Schieß los. Also da sind ja Menschen, von denen habe ich noch nie was gehört. Die waren einmal bei Take Me Out oder keine Ahnung. Warte mal ganz kurz. Genau, aber selber. Ja, danke. Ich wusste auch nicht, wer die ist. Du? Kennst du diese Kesrin? Kesrin mit S? Kennt ihr auch nicht, ne? Kesrin. Ja, also wirklich. Ahnung was? Ich hab Reality Star? Na ja, egal. Reden wir über dich. Ich würde sagen, dass ich recht beliebt bin. Ich war die meistnominierteste Promi-Big Brother-Kandidatin aller Zeiten. Boah, könnte ich der eine scheppern von links und rechts nach. Hör doch auf, so dick aufzutragen, würde ich da sagen. Hör doch auf. Und bin Zweite geworden. Ich glaube, das spricht für sich. Dein besonderes Talent? Ich bin so ein Mensch, ich bin wie ein Stuhl, ich komme mit jedem Arsch fast klar. Boah, unangenehm, ich muss vorspulen. Ich habe so ein Fremdschamgefühl. Mensch, nach so vielen Jahren sieht man sich wieder. Na du? Hi. Elina Mira stand denn da? Also ist auf jeden Fall schon eine krass ekelhafte Aktion von euch, muss ich ehrlich sagen. Ja, logisch muss ich bei ihr kotzen. Also dieser Anblick. Diese Professionalität, toll. Die kleinen Streberinnen haben wohl in der Starschule im Fach Anti-Hate-Speech besonders gut aufgepasst. 1+. Catherine. Hallo, ich bin Nina Christine. Hi, na? Das ist jetzt komplett neu. Nicht happy. Streit nur bei Love Island. Echt? Catherine war eifersüchtig auf mich bei Love Island schon, hat mich als Konkurrenz gesehen. Und danach hat sie im Netz gewütet wie eine Wilde, weil sie sehr verletzt war von meinem Ex. Elena hat kurz danach dann mal immer wieder in irgendwelchen Interviews mal geschossen. Mir war sie eigentlich völlig egal. Vielleicht war ich in der ersten Sekunde, wo die zusammengekommen sind, okay. Aber ja, setz live, was soll man machen? Ich meine, ich hasse sie ja gar nicht. Ich glaube, sie hasst mich mehr, als ich sie nicht leiden kann. Und hallo, die Catherine. Hi. Hallo, Heinrich. Catherine. Hallo, Heinrich, ich bin die Catherine. Ja, nee, mit C, aber ist egal. Heißt du dann Catherine mit S? Ist es, ja, mit S, Catherine. Catherine? Nee, es ist wirklich richtig, Catherine. Catherine. Ja, kannst du Casey sagen. Aber wie spricht man es jetzt aus? Catherine. Catherine? Catherine? Das ist Catherine. Catherine. Cute. Willkommen hier bei der Reality-Stranche. Jan beeindruckt jetzt mit tadellosem Orientierungssinn. Genau, der führt die da so erstmal ein, weil er auch ganz genau weiß. Die Ankömmlinge entscheiden dürfen, wer rausgewählt wird. Ja. Und hat das getan, was er tun kann, um zu schleimen. Sind die Betten sehr schlimm, ja, ne? Nee, ist okay. Ja? Ist okay. Also ich penne in der Tat mittlerweile ganz gut. Catherine ist nicht mein Typ, so. Da ist mir auch schon wieder zu viel dran rumgeschraubt worden. Ach, doch nicht. Ich habe ja auch schon wieder so zwei Luftkissen da vorne angepackt. Aber das ist ein nettes Mädel, so. Also ich bin da entspannt. Catherine, okay. Woher müssen wir dich kennen? Von irgendwo. 2018. Hey, schon also 4. So. Zweimal. Nein. Was hat die Tessa da gemacht? Was war das denn gerade? Wie? Ich spule mal zurück. Tessa? Noch eins? Noch eins? Ja, jetzt. Komm mal jetzt. Hinter mir an. Hinter mir an. Was du mal dahinter siehst, ich seh's aber nie. Ich bin da entspannt. Catherine, woher müssen wir dich kennen? Die krault denn? Die krault denn, Jan? Wie kann ich jemanden kraulen, den ich ja so frauenverachtend finde? Was ist denn gerade? Ja, ich weiß auch nicht. Die ist so ambivalent und so widersprüchlich und alles einfach. Also ich war halt mal in einer Dating-Show. Ah. Ne? Ja, wie alle anderen. Aber sie ist schon mal im Fernsehen gewesen. Ja, das ist ja schon mal was, ne? Keller, ach, die kommt noch. Ich bin doch gerade erst angekommen. Ja, okay. So, was heißt zusammen in der Sendung? Ach so, das war so der Couple. Ja, genau, und dann ganz schlimm geredet. So richtig ekelhaft. Ja, dann heißt es auf jeden Fall safen. Ja, ich flieg raus, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch, ne? Bis heute war mein Leben eigentlich ganz entspannt. Jetzt habe ich die gesehen und denke mir so, oh nein. Schon wieder jemand. Da war eigentlich Tessa gar nichts dagegen. Anstatt sich mit ihrer Erzfreundin gut zu stellen, nutzt Elena den Gang nach Klonossa, um über sie zu lästern. Klonossa. Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist zwischen Elena und Catherine, aber scheinbar haben die sich schon mal in einem Format getroffen und da war irgendwie Bitfight und so. Sie war mit Mike bei Love Island. Ah, okay. Und danach hat er sich ja sofort getrennt. Okay. Und der hatte schon die ganze Zeit Interesse an mir, auch in der Sendung. Und danach ist er mit mir zusammengekommen und da hat die gehatet. Ihr Ego war sehr gekränkt und dann hat die losgeschossen wie so ein Tier und hat uns fertig gemacht. Ja? Und hat sich auch lustig darüber gemacht, dass ich schwanger war. Natürlich, wenn man sich beim ersten Treffen ein Kind machen lässt, dann, ja, dann hält es natürlich ein bisschen auf Zwang. Das Einzige, was ich in den Sendungen gesagt habe, beziehungsweise vielleicht, wann war das überhaupt? Auf jeden Fall, wenn ich was gesagt habe, dann
Wer ist überhaupt Catherine? Kenne ich gar nicht. Kennen wir alle nicht. Nein. Ja, aber ich meine, wo hat man sie noch danach gesehen? Wow, ja. Big Brother. Aber sonst kennt man sie einfach überhaupt nicht. Geil, schön Zickenkrieg, hab ich Bock drauf. Okay, jetzt bin ich im Trash-TV angekommen. Ich gebe ihr auf keinen Fall diese Plattform. Elena, wenn du Catherine zum Thema machst, ist das ja auch irgendwie Sendezeit für sie. Schon mal drüber nachgedacht? Ja, das stimmt. Die Ex vom Ex jedenfalls zeigt sich verhandlungsbereit. Mir ist es einfach wichtig, dass da jetzt keine negative Spannung ist, weil wir hier Spaß haben. Ich will hier abliefern. Ich will den Leuten zeigen, hey, ich bin Catherine, ich bin positiv und mich von nichts runterziehen lassen. Ich hasse das, ja, wenn man so alt lässt. So positiv hat das jetzt nicht auf mich gewirkt, auf dich, wie sie da so reinkommt. Ja, mich auch nicht. Irgendwie mit sich. Ja, aber ja, damals ist es so schön, was ihr alles gesagt habt, alle zusammen. Ja, aber Fakt ist ja auch, du hast danach noch ziemlich oft irgendwie mich immer mit reingezogen in Interviews. Und dann, ja, was war denn Catherine? Die war nur Dreck, nur ausnutzen. Also Dreck habe ich bestimmt nicht gesagt. Also du hast schon extreme Sachen auf jeden Fall gesagt. Fand ich einfach nicht gut. Also die Arme hat das nicht verarbeitet nach 3 Jahren. 5. Ach, sorry, nach 5 Jahren hat sie das nicht verarbeitet. Noch schlimmer. Oh mein Gott, nach 5 Jahren. Okay. Bei Love Island hatte die ja schon alle, das hat man ja auch gesehen, wenn man die Staffel geguckt hat, da war ihr ja schon alle so gegen mich, was auch immer, ist mir auch im Endeffekt egal. Und als das fertig war, begann ja der Hate von euch, als ihr erfahren habt, dass Mike und ich ein Kind bekommen. Aber da was habe ich denn ja gesagt? Was habe ich denn gesagt? Wegen Mike, wo du dich getrennt hast von ihm. Und was ist das für ein? Und jetzt geht er mit dir zusammen. Die werden sowieso nicht lange zusammenbleiben. Ach, was ist das? Manchmal liest man Schlagzeilen über sich und denkt so, hab ich? Na ja, gut, okay, hab ich. Okay. 3 Jahre. Hätte natürlich Besseres passieren können, als ja, dass du kommst und dass ich habe auch bin. Gesagt, ich wünsche mir definitiv nicht, dass du drin bist. Ich meine, wir können uns hier, glaube ich, ganz gut aus dem Weg gehen. Natürlich war da keine Einsicht. Manche Menschen ändern sich nicht, aber das ist für mich vollkommen okay. Ich habe das gesagt, was mir wichtig war, was ich loswerden wollte. Und damit ist das Ding für mich auch durch. Oh nein, 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 nein. Ich kläre nichts mit Menschen, die so schlimm gegen mich geschossen haben. Ich bin einfach hier oben und sie ist hier unten. Deswegen, warum soll ich ihnen was klären? Die ist mir egal. Zickende Zeitbomben. Nur bei RTL 2. Tessa ist jetzt komplett safe. Ja, okay, schade. Nächster kommt. Jetzt wird es richtig cringe. Es wird richtig cringe. Geile Frau. Wer Präsente bringt, hat halt die Hände voll. Ey, die hat eine Flasche. Freunde, also ja, das ist Rich Nana. Und die Mel kennt die ziemlich gut auch und so. Und ich habe auch gesagt, nee, Mel, nee. Ich finde sie, Fremdscham. Ich finde sie ganz schlimm. Assi. Und was soll das? Was ist ihre Message? Achtung, Schatz, Hilfe. Das ist, mir stand genauso, als ich es privat geguckt habe in der Nacht, mir stand genauso der Mund auf. Guckt es dir an. Alkohol in der Hand. Safe. Ach, warte, stopp, dann. Jetzt muss ich aber aufstehen, ne? Wer, weil die Alkohol hat. Das andere Musik zu bewegen, ja. Schon ein bisschen älter, oder? Auf jeden Fall keine echten Haare. Boah, Alter, das war aber ein harter Winter für Gina Lisa. Ich hab gedacht, ja, ich geh mal nach vorne und bring denen mal was zu trinken und so. Hallo. Hallo, eure Mami kommt. Also ist das gut jetzt so? Ja. 1, 2, 3. Ja, ich bin Rich Nana, ich bin Rapperin, na? Bienvenido a Miami, the boys are sweet as candy. Nana heißt Pussy. Worüber rappst du so? Ja, immer über Geld natürlich. Ja. Gib mal Kostprobe. All day I think about. Also deine geht ja nicht. Rich. Was man zum Leben braucht. Ah, Mause. Ja, ich habe einen blauen Haken beim Instagram. Ich bin verifizierte Künstlerin in dem Fall. Verified Artist. Ich hoffe, dass ich dann denn auch bald diesen Grammy abräume, natürlich, als älteste Artist. Ich rock this town. Halli, hallo, ich heiße Rich Nana. Ich bin so Rapperin, total gaga. Rich Nana, noch nie was von gehört. Und jetzt machen wir eine Party hier. Ich sehe gar keine Sonnenschirme. Ein Sonnenschirm? Die 10 Leute? Also wo gibt's denn sowas? Kannst du uns mal was vorsingen oder vorrappen? Das ist so gut. Ja. Eine Kostprobe. Wir sind die A-Stars und keine Island Boys. Hm? Oh, ist der Hammer. Wer denkt, das war's? Ja, der hat sich geirrt.
Mhm. Ich komme und schon sind sie froh, dass ich da bin. Fetz, komplett ein am Helm. Willkommen bei der Schafherde. Ich bin der Schäfer. Du bist der Schäfer. Gut. Weißt du, und dann der dahinter kommt der Schäfer. Hör mal, das ist ja schlimmer wie in der Geschlossenen. Und darüber macht man ja eigentlich keine Witze. Aber Freunde, da muss man einfach mal realistisch und ehrlich sein. Hör mal zu, da vorne die und dahinter kommt der Heinrich, den wir alle mögen und lieben, aber trotzdem, willkommen in der Schafherde. Und dann in der Mitte dieser Mike. Junge, Hilfe. Gut. Also, ich bin Jan, hi. Ich heiße Nana. Nana. Hi. Der ist ja nur hübsch, sieht aus wie ein Rapper. Kannst du nicht singen? Nee, leider nicht. Aber ich kann gut feiern. Sehr gut. Ja, feiern kann ja jeder. Ja, ich liebe sie. Ist Heinrich auch vom Liebesblitz getroffen? Ja, und du bist jetzt der Schäfer? Ich bin Schäfer Heinrich. Willkommen in der Schafherde. Aha. Kannst du singen? Ich kann singen. Ja, dann singen wir zusammen. Ja, du wenn ich auch ein Schäfer bin, hab ich denn noch. Oh Mann, der Schäfer, na, das ist gar kein Pop, ne. Darf ich jemand rausschmeißen, wenn ich reinkomme? Ja, das. Das ist eigentlich ein Fackel Goethe oder so. Guck mal, der singt da, die schreit. Wie im Irrenhaus. Was ist das denn, Alter? Ich kenne ja, habt ihr das gesehen, ja, ne? Wie im Irrenhaus. Digga, was ist das denn für ein Blödsinn, Alter? Du denkst, das Niveau kann ich noch weiter runter? Das ist ganz weit unten. Da fehlen noch so die weißen Gewänder. Und dann die Gummizelle drumherum. Dann stellt euch das mal vor. Ja, ich war sprachlos, als ich das gesehen habe. Die hat gar nicht reagiert. Als ob ich gar nicht gesungen hätte. Nee, das Schäfer-Dingsbums brauche ich nicht so. Die Rentner-Rapperin benötigt Personal. Yasin, Jan, hopp hopp. Ja, hopp hopp. Wir sind kein Abfall, wie manche denken. Ne? Wir sind wirklich Reality-Stars. Böse Zungen behaupten, unsere Stars seien die Reste-Rampe der Unterhaltung. Aber jetzt mal ernsthaft. Knackiger und eloquenter geht's doch kaum. Woher kennt man dich? Mich kennen meistens also eigentlich eher die Amis. So wie Snoop Dogg oder so. Ich habe ein Feature mit Snoop Dogg. Ja? Welche Nationalität hast du? Schweizerisch. Aber du bist nicht gebürtige Schweizerin. Nein, ich bin Tschechin. Ich habe ja geheiratet und nächsten Tag den Pass gekriegt. Hat sie geheiratet und den... Pass auf, aber das ist schon ganz witzig. Die hat geheiratet, da habe ich am nächsten Tag einen Pass gekriegt. Weil die ist Tschechin und hat dann in der Schweiz geheiratet für den Pass. Jetzt pass auf. Geht das so einfach in der Schweiz? Ach, keine Ahnung. Das kommt jetzt. Aber Fakt ist, wie sie dazu steht und was sie sagt. Pass auf. Den Schweizer Pass zu bekommen. Ja, aber ja, zacki zacki, das ging aber schnell. Ja, ja, geht auch und dann schnell. Dann hat ja mein Mann gleich einen Herzinfarkt gekriegt. Oh. Jetzt Achtung. Drei Monate später. Aber warst du nicht happy? Ja gut, ich meine, gibt's Schlimmeres, ne? Wenn das Geld stimmt, oder? Also ich meine, weißt du, ich habe ja seine Rente dann gleich bekommen. Stell dir mal vor. Ich glaube, es kommt warum sehr gut an, dass drüber? Ich direkt bin, weil ich... Weil ich das so... Also, ich finde sie wirklich unterirdisch. Aber sie sagt wenigstens dann jetzt die Wahrheit. Ja. Ja, besser als da schön zu quatschen. Ja, super. Besser als, mein Mann ist gestorben. Und das stimmt ja nicht, wie sie denkt. Ich finde alles schlecht. Aber ich finde, wenigstens sagt sie die Wahrheit. Ich sehe an was Schlechtem noch was Positives. Was ist mit den Hunden da? Hm? Gut. Und wenn ich jemanden nicht mag, der spürt das gleich. Aber dann Ding, da muss er mich schon rausschmeißen. Ne? Der muss rausgeschmissen werden. Ich liebe dich. Den Schafhüter. Das neue Schäfchen ist ja super. Die setzt sich durch. Die kann ja ohne Punkt und Komma erzählen. Die hört doch nicht so schnell nicht auf. Aber wir müssen dich ein bisschen aufpimpen. Da musst du auch mal was zu sagen. Hm? Er ist Praktikant. Du bist Praktikant? Ja. Können wir vielleicht dich mal rausschmeißen anstattdessen? Gibt es noch andere Assistenten hier? Das will man immer Assistenten nehmen. Ein Assistent? Ich bin doch der Assistent. Naja, aber eben, da können wir dich ja rausschmeißen, oder? Ja, sie hat ja jetzt einfach schon den Enrico sofort auf dem Flieger. Ja, der fliegt als erstes. Also mach dir keine Sorge. Nee, das Team hier bleibt. Nein, das bleibt. Kannst du nicht die rausschmeißen, die mit dir gekommen ist? Die, okay, wollen wir. Machen wir. Ja, Mausi, okay. Also ich schmeiß die gleich raus. Respekt. Rapperin Nana redet Tacheles. Ja, was denn? Not bad, okay, sehr cool. Ja. Reality Stars. Es ist Zeit für euer nächstes Spiel. Dieses Mal ist Köpfchen gefragt. Stellt also sicher, dass euer Grips tipptopp in Form ist und ihr eure grauen Zellen auf Hochtouren tanzen lassen könnt. Denn um zu gewinnen, müsst ihr gut überlegen, klug unterscheiden und korrekt zuordnen.
Ja. Viel Erfolg. Wie, das war's? Das war's. Aber lernt man in der Schule so viel Allgemeinbildung? Ich war nicht so oft da, das ist das Problem. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Keine Ahnung, wir sollen irgendwo hinrennen oder was? Dann muss ich natürlich meinen J-Lo wieder einsperren oder in den Schrank und was anderes anziehen. So, dann geht's los zum Spielen. Hi, guys, ich bin auf rotem Teppich. Alle warten auf meine Crew. Ich finde es auch ganz, ganz weird. Und ich finde das, ich bin sprachlos auch gewesen, so wie jetzt auch. Die da Handy haben oder was ist das? Nee, das ist kein Handy, die dürfen ja kein Handy haben. Die tut nur so, als ob. Das ist doch, guck mal, hier so ein Stück Pappe. Ich kann es nicht genau erkennen. Taschentuchpackung. Das macht's besser. Ich finde, also, eigentlich müsste man sowas witzig finden, aber ich finde das schon zu Fremdscham. Dass das zu witzig ist, weißt du? Irgendwie. Ich finde gar nicht witzig, was rein witzig. Ja, ich kann mit ihr absolut nicht, Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr gerne mal kommentieren, aber. Hä? Besorgniserregend, ja. Ja, also ich finde das ganz, ganz furchtbar. Stell mal vor, alle wären so, oder. Oh, nee. Die Rapper-Omi ist nicht wirr im Kopf, sie ist einfach nur lustig und telefoniert deshalb mit einer Taschentuchpackung. Es geht heute um ordentliche Mülltrennung. Könnte ja auch wieder irgendwas sein mit uns, wo wir uns irgendwo reinsortieren müssen. Ja, nein, die müssen halt so Fragen, also Zitate erraten, ob das Hochkultur ist oder ob das ein Trash-Darsteller jemals gesagt hat. Also Hochkultur ist sowas wie Nietzsche, Goethe, sowas, ne? Und Trash ist das. Kennst du eigentlich so. Spielkarte oder? Ja, weil du es auch nicht gesehen hast, deswegen, genau. So. Ist das Zitat eher Trash? Na? Oder doch Goethe, Schiller, Barack Obama? Das checkt man doch, ob jemand sagt, yes, we can, oder jemand sagt sowas wie halt, warte mal. Ach, das ist doch easy. Es gibt einige hochkulturelle Persönlichkeiten, die auch schon richtige trashige Aussagen getroffen haben. True. Strengt euch an, entscheidet euch. Lagt ihr richtig, bleibt ein Bett von euch da. Wo ist genau, die müssen um ihre Betten spielen. Jeder um seins? Um alle Betten, also genau. Also zusammen als Gruppe. Wow. Okay. Oh, es geht um Betten. Da habe ich schon gedacht, das ist doch was Ernstes. Ja, absichtlich, weißt du. Wer ist nochmal der schlaue Mann, der aber ein bisschen pervers ist? Ronald? Ronald. Ja. Ronald. Wie heißt der schlaue Mann, der ein bisschen pervers ist? Eigentlich die beste Bezeichnung für ihn. Und wenn ihr verliert, dürft ihr zu mir ins Bett. Ist das nicht gerecht? Oh, wow. Ja, wir müssen schon mal Vorsorge treffen. Wir sind ja nicht bei Wünsche. Wir machen jetzt den Deal, ne? Also ich kann bei diesem Spiel nur gewinnen. Nina ist echt klein. Als ich sie gesehen habe in Berlin, sie war ganz klein, kompakt. Ich hätte sie so hochnehmen können. Und die Sonne verbrutzelt mir meine Denkorte. Ja, danke schön. So, Müll zu Müll. Okay, hab das geklärt. Offenbare keinem deine Seele, denn sie wird nur verschmutzt. Kann dir mal einen Kopf oder nicht? Mach zu. Kannst du mal. Mach zu die Tonne. Boah, Junge. Ja. Hochkultur, wer ist Hochkultur? Aber wer hätte das sagen können? Hochkultur oder Stress? Tja. Hochkultur, Hochkultur. Safe? Ja, na klar. Mike beschleichen Zweifel. Schließt er sich der Aussage nicht an? Daniela Katzenberger. Ist doch Hochkultur, oder? Daniela Katzenberger. Du kannst dir einfach überhaupt nicht sicher sein. Mike hoppelt erneut in die Tonne, um Rich Nana das Zitatewühlen zu ersparen. Ein Bett ist schon mal draußen, verspielt die Schlaugang jetzt das zweite. Nee, jeder muss ran. Was lernt man daraus? Nee, hör nur auf dich selbst. Lieber Harmonie als Psychiatrie. Trash. Ja. Ja. Wer ist für Trash? Ja, komm. Ja, Trash. Einer dagegen? Entscheid du, das ist deins. Wer aus dem Trash soll denn sowas gesagt haben? Lieber Harmonie als Psychiatrie. Trash. Dann mach Hochkultur, komm, dann trau dich, wenn du der Überzeugung bist. Dann schmeiß rein. Mach, wie du möchtest. Ja. Das war Hubert K. Nein, Evelyn Bodecki. Ja. Oh. Mike, du hast zweimal reingekackt. Aber mehr reinschicken kann man nicht, ey. Evelyn Bodecki würde ich niemals schlecht reden, weil für mich ist Evelyn Vorbildfunktion. Die ist hochintelligent, die hat ihr Ding durchgezogen, die muss nicht jeden Tag präsent sein, um Geld zu verdienen. Die geht auch wieder zu Netto an die Kasse, wenn es sein muss. Und das feiere ich an ihr. Die Gruppe ist stark, aber ihre Allgemeinbildung muss noch ein bisschen nein. Guck mal, Yassin. So, ich muss da richtig suchen, ne? Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Hundertprozentig Trash. Trash. Aber wer könnte Was das sein? Du? Keine Ahnung, irgend so ein Prolet. Das könnte Jotta sein. Ich kenne meine Meinung. Es ist Hochkultur. Alleine wie das gesagt worden ist, es klingt so niveauvoll. Ich bin auch bei Jans. Auch bei Jans. Das ist Schwachsinn.
Zumal es zur Zeit der großen Philosophen gar kein Dynamit gab. Also Trash? Ja, Trash. Ja, Trash. Friedrich Nietzsche. Friedrich? Was? Das war krass, ne? Bett Nummer 3 zieht nach draußen. Krass, ne? Drei Betten ja, schon Bildung weg. Die haben nicht alle genossen. Ne? Das ist auch okay. Boah, der ist eh verrückt. Hier ist die Hochkulturfraktion. Hochkultur, Hochkultur. Die ersten, die immer schrien, die ganz an der linken Seite, die schrien immer Hochkultur. Und Ronald und ich so. Die Zeit mag Wunden heilen, aber sie ist eine miserable Kosmetikerin. Boah, ey, der ist fies, Mann. Coco Chanel hätte ich schon sagen können. Nee, das ist, also ich finde Trash. Ich hab das noch nicht, ich weiß es ja, nicht. Das war so eine Diva, die das gesagt hat. Wer ist für Trash? Was, du? Hochkultur. Trash? Ich würde sagen Hochkultur. Hochkultur. Ich auch. Hochkultur. Hochkultur. Boah, ich will nicht verlieren. Mach nach Bauchgefühl. Ey, wir schlafen alle. Okay, es tut mir so leid. Oh. Wenn es stimmt, okay, gut entschieden, aber was war's? Und jetzt kommt der Hammer. Oh, Hochkultur? Nein. Mark Twain. Krass, oder? Wir haben uns alle zuerst ein bisschen dumm angestellt. Krass, oder? Was aber auch an den Fragen lag. Ich finde das krass. Ich mag mit alten Männern. Die geben sich immer mehr Mühe als junge Männer. Es könnte ja schließlich das letzte Mal sein. Trash, Trash, Trash. Sind wir uns einig, Trash, ne? Ja, ich sag auch Trash. Ja, eher, ne? Trash. Mhm. Ja, ich wusste es. Das, ja, aber das hätte ich auch gedacht, dass das direkt Desiree Nick ist. Er hat seit 10 Jahren nicht mehr gevögelt. Was? Ronald, der ist zwar verrückt, aber ein Genie. Und Genies sind ja oft verrückt, ne? Und der weiß schon viel. Schade, dass man Wein nicht streicheln kann. Es ist eine, oh ja. Es könnte ist von mir eine, sein. Vielleicht eine Falle. Ich würde es immer streicheln. Alles falsch. Drauf Hochkultur, ey. Meine Kinder würden sagen, das ist ein Bestimmer. Bullshit. Was? Ja, komm, das ist jetzt richtig. Kurt Tucholsky. Ah! So. Wie bitte? Am Ende des Tages sind wir doch alle nur normale Menschen. Ich sag auch Trash, weil es einfach hart dämlich ist und das wahrscheinlich irgendeiner ist von irgendeiner Bumsinsel. Ich würde auch sagen Trash. Pietro Lombardi. Ja. Yes. Ja. Pietro Baby. Sehr gut. Oh. Wenigstens da ist ein Bett gerettet. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Ja, Hochkultur. Ja, also wirklich Hochkultur. Also Hochkultur. Den kennt man ja wirklich. Das sage ich auch als normaler. Die Karte, die man so kennt, ne? Von Marilyn ja. Monroe oder so. Ne? Die kenne ich ja auch. Oder natürlich eigentlich auch mal ein paar von Konfuzius oder sowas. Ja. Hochkultur? Ja. 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 Franz Kafka. Ja. Guck mal, Kafka hat das gesagt, ne? Also, Kafka habe ich Operette gemacht. 2 Jahre. Alles, was gigantische Formen annimmt, kann imponieren. Auch die Dummheit. Ja, Hochkultur. Ja, Hochkultur. Ja, Hochkultur. Ja. Erich Kästner. Ja. Ja. Sehr gut. Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Hochkultur. Könnte von dir sein. Hochkultur. Ja. Hochkultur. Ja. Nee, ich sag Trash. Zitiert haben. Also, das ist Hochkultur. Trash. Ja? Welcher Trash-Promi weiß, was verzagt? Stimmt. Nina Christine, hast du heute schon einmal den Hochkultur. Arm gehoben, sag mal ehrlich? Boah, ich bin so verunsichert. Ja, aber du musst mitmachen. Du kannst okay, da nicht nur stehen und die ganze Zeit grinsen. Okay, ich sag Hochkultur. Naja, er hat mich wieder so ein bisschen angemacht während des Spiels. Nina, was ist mit dir? Du kannst dich nicht die ganze Zeit enthalten. Ich check's nicht irgendwie so. Wenn man spielt, dann muss man doch mitmachen. Da muss man doch eine Meinung haben, eine Idee haben und Lust drauf haben. Und sich dann immer so zu enthalten und sie, ja, ich. Ja, die kam da aber auch gerade aus dieser 5-jährigen toxischen Beziehung, der ihr ganzes Selbstbewusstsein und ihre Würde genommen hat. Und da war sie gerade 3 Monate frisch getrennt, ne? Die war einfach unsicher und verunsichert mit vielen Dingen, ne? Und die hat halt einfach sich deswegen, also ich kann mir das gut vorstellen, weil ich das ja selber mal war nach dieser toxischen Beziehung. Ich hätte danach auch keine Meinung. Ich brauchte aber 2 Jahre, um mich zu erholen. Boah, sie können jetzt gar nicht rüberhängen. Nee, für den Zuschauer nicht, aber vielleicht für die da, weißt du? Ich bin mir so unsicher. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Boah, ist Nina Christine jetzt hier mittlerweile auch so ein bisschen auserzählt. Echt langweilig. Wer sagt Trash? Jetzt, heben wir Finger hoch. 4. Hochkultur? Auch 4. Und du bist auch noch da. Ronald glaubt, es war ein Profi-Promi. Martin Luther. Krass. Was klar ist, sammeln, was rar ist und was da ist, ebenfalls von Martin Luther kommt. Alles klar. Alles klar. Das ist gleichbedeutend. Das kann nur jemand gesagt haben im Intelligenzquotienten vom mittelbegabten Dackel. Dann ja, denkt ich würde Trash sagen. Trash, weil es völlig Unsinn ist. Kommt, jetzt kommt's. Pass auf. Chili Boy. Die Wirklichkeit ist leider anders als die Realität. Helmut Kohl. Trash. Ja, Chili. Das ist Trash aus Trash. Helmut. 5 Betten winken der Sala traurig ade. Ich glaube, wir stehen jetzt schon ganz schön dumm da, ne? Ja, es ist wie es ist. Achtung, jetzt kommt die Auflösung, was sie verlieren. 5 Betten von euch kommen aus der Sala und bekommen einen neuen Standort.
Schlafen unter dem Sternenhimmel Thailands. Kann es etwas Schöneres geben? Ach, kann man sich erstreiten? Super. Entscheidet hier und jetzt, wer dieses Privileg genießen darf. Ich mache das gerne. Ich möchte unbedingt. Ich auch. Ciao. Moment mal, dass die Betten draußen stehen, sollte eine Bestrafung sein. Und ja, der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass die Betten irgendwo stehen. Da steht Elenas und Mike steht auf dem WC, an der Toilette. Ist das mein Bett da? Ja. Bitte, bitte, wenn ihr in den Pool springt, passt auf, mein Bett ist da. Wie dumm kann man sein, wie ich, und die Hand hochheben, wenn die sagen, es gibt eine Bestrafung. Ey, ihr habt mich hier hingetan wegen den Insekten, weil die gehen die ganze Zeit ins Wasser. Elena, du hast einen super Platz, direkt am Wasser. Ja. Ich hab eine Karte gezogen. Aber mein Bett ist nicht da. Ist da noch ein Bett? Steht da noch ein? Ich hab's nicht gesehen. Ja. Ich wette mit dir, dass mein Bett auf der anderen Seite ist. Bestimmt. 100 pro. 100 pro. Solche fiesen Unterstellungen tun uns auch weh. Oh nein! Mein Bett ist auf dem Haus, Mann. Oh Mann, ey. So ein Wohnklo. Ne? Hast dein Bett, hast dein Haus, dein Waschbecken, die Küche fehlt noch. Und Fenster hat's auch nicht, also Berlin irgendwie Hinterhof. Man munkelt, Berliner Innenhöfe verfügen selten über Meeresrauschen und Tropenklima. Na? Jackpot. Fand ich auch genial. Jackpot oder Kackpot? Ja. Ja. Ja, komm, ich geh mich kurz beschweren. Weil sie halt Angst hat, dass die da reinfällt in das Wasser, wenn sie sich dreht. Weil ich umfallen kann, entweder ins Wasser oder dann komplett den... Na, vom Steg. Ja, genau, oder vom Steg. Und das werde ich nicht zulassen. Also habt ihr auch ein bisschen so was Hirn? Wie... Bisschen was wie was? Überlegungszellen im Gehirn. Also ich bin die Einzige, Überlegungszellen. Die einfach irgendwo steht, wo sie runterfallen kann. So werde ich auf keinen Fall schlafen. Du hast dich zu dieser Bestrafung aber freiwillig gemeldet. Wollt ihr mich gerade hier sowas von verarschen? Was? Nein, Quatsch. Geht's noch? Enrico, Elena ist sauer. Elena, die Gewerkschaftsführerin. Und jetzt beginnt das Interessante von dem Ganzen, weil ich habe aus Erzählungen einzelner Darsteller, die dabei waren, gehört, dass das alles noch viel krasser gewesen ist in Realität und dass die das nicht alles ausstrahlen, was Mike da vom Stapel gelassen hat. Wir bekommen aber jetzt einen kleinen Einblick, wie es war. Und zwar geht hier Mike auf Ronald zu. Die Szene habe ich ja auch in dem Video, was ich am Anfang genannt habe, reingeschnitten. Mike soll nämlich in der Sala da immer permanent die Leute mit seinen Problemen und seinen Eheproblemen belastet und belagert haben. Das haben mir fast alle gesagt, die da waren. Und so krass, dass da wohl manche sich sogar dann irgendwann auch noch irgendwie nach diesem Ganzen irgendwie Kopfhörer eingesetzt haben, weil sie das Gelaber von ihm nicht mehr ertragen konnten. Und worum es eigentlich geht, das sieht man hier ganz schön. Und ich finde hier, von Ronald darf man halten, kann man halten, was man will. Aber hier hält er ganz klar dagegen und sagt ihm höflich, wie wir das eigentlich alle so sehen. Achtung. Was ist der Sinn des Lebens? Eine Maximierung des Genusses. Vor meiner Hochzeit habe ich gelebt, als wäre ich der Prinz aus Zamunda. Hättest du vielleicht so weitermachen sollen? Es war wieder dasselbe Thema wie immer, nämlich seine zerrüttete Ehe. Und ich stehe dem gerne auch als Ratgeber zur Verfügung und bin ja auch Hobbypsychologe. Weißt du, Roland, da ich nicht wusste, wie dieses Projekt hier ausgeht, bin ich ja zu Hause ausgezogen. Warum? Ich dachte, du liebst sie und willst sie halten. Weil ich ihr einen Denkanstoß geben wollte, dass das so alles nicht weitergeht. Zu Hause kann ich das nicht. Wenn ich was anspreche bei Michelle, läuft sie weg, schreibt mir nur noch über WhatsApp, dann blockiert sie mich wieder, entblockiert. Und das ist für mich halt ein Verhalten, wo ich sage, Moment. Ja, aber ihr macht doch eine Party. Ja, Moment. Aber wie wäre es mal vielleicht, sich zu hinterfragen, warum das so ist? Warum macht sie das denn? Warum will man denn nur noch per Handy kommunizieren mit einem? Ja, natürlich, aber es sind viele Dinge definiert, aber nicht umgesetzt worden. Ja. Okay, und das ist natürlich nur die Schuld von Michelle. Ja, die Paartherapie fruchtet nicht, weil Michelle die Dinge nicht umgesetzt hat, die der Therapeut da, es liegt überhaupt nicht an ihm. Ja, und das hat mich sehr, sehr wütend gemacht auch. Okay, das ist alles klar. Ist es jetzt nur so, weil ich im Sommerhaus gemacht habe, muss ich das jetzt mein Leben lang büßen? Kriege ich mir das vorgehalten ständig? Das kriegt man vorgehalten ständig, wenn man sich noch nicht geändert hat. Sei es in der Beziehung vielleicht, sei es im TV oder auch auf Instagram. Liegt mir jetzt all das, was die Leute zu dir sagen, um die Ohren. Tag für Tag. Das will ich nicht in meinem Leben. Dann solltest du vielleicht was ändern? Deine Haltung, deine Meinung, deine Einstellung, deine Worte, deine Mimik, dein... Sein. Alles? Ja.
War das vor dem Sommerhaus der Stars auch schon so? Nein. Ich glaub, also hat das doch was mit dem Sommerhaus der Stars zu tun, oder nicht? Ja. Weißt du eigentlich, was das mit mir alles macht? Der arme Mike, der tut mir schon fast schon leid. Der tut mir auch total leid, der Mike. Ich finde auch, das ist so... Mike, das tut mir so leid. Michelle ist so ein böser und schlechter Mensch, oder? Findet ihr nicht auch? Also ich finde auch, das ist so schlimm und wir können das so verstehen, sie hat dich so erniedrigt und macht dich so fertig in der Öffentlichkeit. Und sie hat auch öffentlich gesagt in der Zeitung, Zitat, er ist der schlechteste Mensch, den sie je kennengelernt hat. Das war er über sie gesagt. Mike, ich weiß auch nicht, aber das tut mir trotzdem so leid für dich. Sie ist so schlimm. So an den Pranger gestellt zu werden? Ja. Er klagte darüber, dass er durch die Sendung Sommerhaus der Stars jetzt als der schlechteste Ehemann Deutschlands gehandelt wird. Und er suchte die Schuld ja tendenziell immer bei den anderen, also bei seiner Frau, und ist selbst völlig unkritisch gegenüber sich selbst. Wo du mir jetzt sagst, dass du ausgezogen bist, schätze ich die Chancen für eine Versöhnung unter 50% ein. Wenn du wiederkommst, ist Ende. Zerrüttet. Ja, aber Ronald, du bist halt auch ein Schwarzmaler. Du bist halt ein Schwarzmaler, Ronald. Nee, also Ronald, du bist ein Schwarzmaler. Dass ich ausgezogen bin, um meine Frau emotional zu erpressen, dass sie sich bei mir entschuldigt, dass ich dann zurückkomme. Nee, Ronald, du bist ein Schwarzmaler. Hör mal zu. Die Folge ist ja wirklich so mit dieser Richanda vorher und jetzt das. Du denkst ja wirklich, du verlierst ja den Glauben an die komplette Gesellschaft. Also, Freunde, oder? Man denkt ja, stell mal vor, die sind alle so, die Menschen. Also, da hab ich ja gar keinen Bock mehr rauszugehen oder mit irgendeinem in Kontakt zu treten. Junge, Junge, Junge. Ronald, weil weißt du... Entschuldige bitte, du sagst mir, dass du ausgezogen bist. Ja, na klar. Ja, was soll denn noch aber passieren? Aber das hat ihren Denkanstoß gegeben und der hat funktioniert, weil sie hat sich endlich entschuldigt. Sie hat sich endlich bei ihm entschuldigt, ja. Ist das nicht... Was war das jetzt gerade für eine... Was war das jetzt gerade? Da bin ich von der Hüfte abwärts gelähmt. Mhm. Wirklich, wenn ich... Hören's! Der sagt 1:1 gerade! Sagt er? Entschuldigung. Du fängst es auf, ne? Ja, sagt gerade, ich bin ausgezogen, Ronald, damit sie endlich, sich endlich bei mir entschuldigt. Hör mal zu, der Ronald so. Der Ronald, damit sie sich bei dir entschuldigt. Und bleib noch so ruhig und sachlich. Ich hätte den da, glaube ich, vom Steg getreten. Ich glaube, das hätte ich gemacht. Und hätte dann so, kennst du bei F*** You Goethe 1, wo der Elias das Kind so im Tauchbecken so untertaucht, weil der frech war ihm gegenüber und sagt, entschuldige dich jetzt, entschuldige. So hätte ich das da gemacht, glaube ich. Ich hätte am Steg so immer auf die Füße so getreten, damit er nicht hochkommt und rauskommt. Und hätte dann immer so, wahrscheinlich noch so Kopfnuss oder so gegeben. Ach, jetzt komm, jetzt tu nicht so. Und man verliert doch schon den Glauben an diesen Mann. Und wenn man dann noch so feststellt auf Instagram, was der da vom Stapel lässt. Ich habe langsam keine Geduld mehr. Puls 97 im Sitzen. Oh, Hilfe. Ich kann das nicht mehr hören. Das ist doch so krank, meiner Meinung nach. Ja, ich finde, Deutschland ist der Meinung, dass du Grund hast, dich bei ihr zu entschuldigen. Ich auf das, was die anderen denken. Weißt warum? Du sch*** auf das, was die anderen denken? Deswegen bedroht er ja auch uns YouTuber. Weil wir unsere Meinung sagen und sagen offen, was wir darüber denken. Deswegen sie auf dem. Junge. Gott, da ist wieder lange. Ich weiß, wie es in vier Wänden abläuft. Ich gehe zu Hause auf rohen Eiern. In meinen eigenen vier Wänden kriege ich eine Ignoranz. Ich werde an den Pranger gestellt bis zum. Ich bin da, wenn es dir schlecht geht. Aber du lässt mich nicht dran teilhaben, wenn es dir gut geht. Ja. Okay? Das kommt darauf an, wie sie die Sachen sieht. Du bist ausgezogen, also wird sie jetzt die Gelegenheit nutzen, sich anders zu orientieren. Nein, Ronald, du liegst voll auf dem Holzweg. Das ist das. Ist zerrüttet. Die Sache ist zerrüttet. Das Gespräch mit Ronald war unschön für mich. Ich hatte das Gefühl, dass er meine Seite gar nicht versteht. Ach, wieder wird Mike von allen missverstanden. Aber das Ganze mit sich selbst auszumachen, das sieht er auch nicht ein. Irgendwer muss dem Mann doch mal zuhören. Verdammt. Ich brauche ein Frauengespräch. Oh nein. Ja, jetzt labert er die Nina voll. Oh. Und die Nina hat mir gesagt, dass das leider nicht alles ist, was da gezeigt wurde. Also da war noch viel mehr, warum sie jetzt auch so ihm sagt, ich kann nicht mehr hören, lass mich in Ruhe. Achtung, Freunde. Boah, ich weiß nicht, ob ich da jetzt... Wieso? Lass mich doch bitte in Ruhe, ich kann nicht mehr. Ich kann mir auch nicht mehr deine
anhören, jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe heute so das Gefühl, dass ich gerne so allein sein möchte. So für mich ist es wahrscheinlich wegen den. Tut mir leid. Mike ist dabei, zahlreiche Mitspieler zu missbrauchen für seine Ehegeschichten, quasi als seelischen Abfall. Aber er sieht es aber wenigstens klar. Wie immer hat Mike nur ein einziges Thema, den Werteverfall seiner Liebesaktien. Das Sommerhaus, wichtigsten Menschen in meinem Leben. Schau mal, meine Frau. Ich möchte für meine Frau ein guter Ehemann sein. Guter Ehemann sein ist bei meiner Frau. Ich stelle mich irgendwo hin. Mike kommt zu mir, fängt an, ein Thema zu besprechen und redet und redet und redet. Und ich denke die ganze Zeit, mein Gott, das haben wir jetzt schon tausendmal besprochen. Ich habe das schon hundertmal gehört. Und zack, ist auch Nina Christine mit diesem Ex-Beziehungsvirus infiziert. Ronald, halt besser Abstand. Das können wir alle nicht mehr ertragen, oder? Freunde, ich kann das auch nicht. Also ich werde da auch nicht mehr, glaube ich, ich weiß nicht. Erstmal soll niemals nie sagen, aber ja, aber ich will da auch nicht mehr drauf eingehen. Seine, das ist für mich krank. Das auf Instagram auch seine, das ist für mich krank. Ich kann das auch nicht mehr, ne? Das macht mich, das macht das, der zieht ja alle mit da rein in seine kranken Mist, meiner Meinung nach. Oh. Ist mir egal, ich kann hier nicht mehr der Abfalleimer sein. Ja, ich versuche, ich habe mich vor 3 Monaten von meinem Freund getrennt. Ich versuche mich gerade zu befreien. Mir geht es das erste Mal nach Jahren richtig gut. Toll. Ja. Und ich will einfach für mich stark sein. Ja. Ich kann nicht wieder von einem Mann, der ja offensichtlich seine Frau schlecht behandelt hat. Ja. Nein, ich bin das nicht. Nein, natürlich nicht. Richtig so. Gerade jetzt zum ersten Mal habe ich zu ihm gesagt, du. Nein, ich wollte nicht. Der Mike, ich kann es nicht mehr ertragen. Was ist passiert? Nein, gar nicht. Oh Gott. Nein, nicht schlimm. Der belästigt sie mit seinem Problem. Ich bin nur, es ist zu viel für mich. Ich kann nirgendwo hingehen, egal wo ich hingehe. Der rennt mir hinterher und labert mich voll. Der rennt mich den ganzen Tag hinterher. Und ich weiß nicht, wo ich mich verstecken kann. Ich will mich auch nicht verstecken. Jetzt habe ich ihm das gerade zum ersten Mal gesagt. Er kann jetzt sauer sein. Ist egal. Ist egal. Er kennt halt nur ich. Ja. Und was andere fühlen und denken, ist ihm halt egal. Ja, also okay. Das kann er gar nicht wahrnehmen. Wenn du psychologisch spielst, verstehe ich aber auch nicht. Ja, aber dies, das ist ja, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Tessa hat ihre Pakete, das kannst du nicht, also kann niemand, finde ich, mit Mike vergleichen. Ja, ne? Also Hilfe, Freunde, aber Nina Christine haben wir jetzt im Interview eingeladen und sie wird dazu ja auch nochmal einiges sagen, hoffentlich. Ich denke, ne? So, und dann kommen wir mal wieder zu was anderem. Wir müssen ja mal das Thema wechseln hier. Elena und Kathrin mit S. Hey Kathrin, warte, was war los? Was denn? Habt ihr schlechte Stimmung oder was? Nö, alles gut. Doch, also, schon, oder? Bisschen. Warum? Möchte ich gerade nicht sagen. Hau raus. Bildet doch mal einen Stuhlkreis und dann sagt jeder, was er denkt. Aber bleibt achtsam. Also Promi Big Buzzer war nicht annähernd so schlimm wie eure Sendung. Da musste ich nicht mit dieser ekelhaften Person mehr ein Haus teilen. Warum musst du denn immer so lachen, wenn ich irgendwas sage? Ich darf doch lachen. Ja und? Wie denn immer? Mal so provokant. Das Wort provokant ist eindeutig zu provokant. Wer ist sie denn? Nur weil ihr alle Angst vor ihr habt, warum auch immer? Ich hab keine Angst. Vor allem, wer ist sie denn? Also, wer ist denn sie? Ja, ehrlich. Immer die, die selber nix sind, so, ne? Liebe Freunde. Ja gut, kann ja alles sein. Mir trotzdem nichts von da gefallen. Vor ihr tun immer alle so, als wenn sie hinter ihr stehen. Aber am Ende des Tages würde Elena die alle verkaufen für einen schmalen Taler. Die bedeuten ihr nämlich alle nichts. Ich darf nicht lachen. Nein, darfst du nicht. Sonst wird sich jemand angegriffen. Darfst du nicht machen. Ich darf nicht lachen. Darfst nicht machen. Ich finde, ihr macht mal einen kleinen Boxkampf, Elena. Was meinst du dazu? Nee, da ist die Gewichtsklasse, stimmt dann nicht mehr. Ja, ist egal. Du seid nicht so kleinlich. Also, ich bin hier in der Hölle angekommen. Für mich war das dann jetzt auch ein bisschen irritierend, weil ich bin Team Elena durch und durch. Also since day one und muss ja nicht zwingend heißen, dass ich Catherine auch haten muss. Also von dem her alles easy. Was fühlt sich auch so anzuzicken? Mann, reicht irgendwann langsam. Wer ist sie denn, Yasin? Ist mir scheiße, gab's deine Freundin? Sie hat nicht so immer so provokant zu sein. Wie alt ist sie denn? Sie hat ein Kind, Mann. Wie schäbig kann man denn sein? Komm, wir gehen nicht auf Oberflächlichkeit. Ich komme nicht gut klar mit Frauen, weil die neidisch sind. Und das ist genau ein typischer Fall. Sie hat so viel Neid in sich und würde so gerne ein bisschen Elena sein. Mhm. Und ich kann dir da leider nicht helfen. Ja, aber ich lasse mich auch nicht anmachen von ihr so unnötig. Warum lachst du? Warum machst du dies? Warum machst du das? Steh drüber. Ist doch völlig egal. Ich glaube, ich habe so allmählich verstanden, ist, dass es 100.000 Missverständnisse gibt zwischen Elena und Kathrin, die alle irgendwo aufeinander aufbauen und dadurch aufgebauscht werden, dass der eine das so verstanden hat, dann wiederum so und dann geht das immer weiter und immer weiter und immer weiter.
Das ist ihr wahres Gesicht, ne? Ich schwöre euch, genau so. So war das bei Love Island die ganze Zeit. Ja, ja, das, so war das die ganze Zeit bei Love Island. Die ganze Zeit. Es gibt Grenzen, Yasin. Ich bin ein sehr, sehr positiver und neutraler Mensch, aber irgendwann reicht. Stell dir mal vor, das würde jemand mit dir machen, würdest du dich auch nicht wohl dabei fühlen. Ich bin auch nur ein Mensch. Und über mich zu erzählen, ist einfach asozial. Ja gut, aber sie ja auch. Und das macht sie jetzt ja gerade auch, wenn's ne? Wenn es einen Reality-Gott gibt, dann wird er dafür sorgen, dass diese Frau hier morgen verschwindet und ich sie nicht mehr wiedersehen muss. Ich mach dir das nicht so einfach und werde nicht gehen, damit du die Hölle erlebst. Dabei ist es jedoch so paradiesisch. Unser Pädagoge rät uns, eine gruppenbildende Maßnahme einzuläuten. Ja, und deswegen gibt es in Starblitz, ja. Ja, genau, da gibt es ja wieder ein Spiel, das ist die Sexappeal halt. Was sagen die Zuschauer, von welcher Reihenfolge? Ach so, diese Bilder so Elena und Dings sind da ganz vorne. Also, ja, das könnt ihr... Ronald. Baby, ne? Das Ganze könnt ihr euch aber online auf RTL Plus angucken. Es kommt aber auch im Fernsehen, ne, Freunde der Sonne. So, und dann gibt es hier jetzt die Auflösung zwischen den beiden vorne. Also sprich, das Love Island. Kampf der Reality Stars hat sich dazu entschieden, den beiden einen Preis zu geben für diese tolle Platzwahl. Und sagen denen, was sie zu tun haben, folgendes. Mit Übernachtung versteht sich. Macht eine Gesichtsmaske auf und packt euch die Gurkenscheiben auf die Augen und genießt die Zweisamkeit. Viel Spaß. Diesmal bin ich ja noch in einer schlimmeren Show gelandet. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt in so einem Scheiß lande. Mach ich nicht. Wieso machst du nicht? Nein, mach ich nicht. Ich werde mich jetzt nicht mit der irgendwo ins Bettchen kuscheln und damit ihr dann wieder ihren Ruf gerade rücken könnt. Die Menschheit kann schon noch sehen, was das für ein Mensch ist. Und ich werde euch jetzt hier nicht die Quoten retten und mit der eine romantische Nacht verbringen. Sag mal, hört, geht's noch? Ist ja ekelhaft. Mach ich nicht. Dann geh ich. Ich bin ja hier nicht bei Love Island oder was weiß ich, jetzt hier eine Love Suite mit der mieten muss oder eine Mädelsabend mache. Sowas mache ich mit meinen Freundinnen, aber nicht mit meinen Feindinnen. Okay, ich möchte aber, dass ihr euch diese Worte ganz genau merkt, ja? Was die gerade gesagt hat, dass sie das niemals machen würde und mit ihren Feindinnen niemals, sondern mit ihren Freundinnen. Ich will, dass ihr euch das ganz genau merkt. Ich verabscheue diesen Menschen einfach. Das ist der Teufel. Die ist vom Teufel besessen. Let's go. Doch nicht alles an, klar. Ja. Zieh doch durch, so lustig. Wenn ich nicht möchte, möchte ich nicht. Ich musste schon mal 3 Wochen mit diesen Menschen unter einem Dach verbringen und es war für mich die Hölle. Danach brauchte ich psychologische Betreuung. Dann gehe ich alleine meine Gesichtsmaske auftragen. Was soll ich euch sagen? Ich mach's auf jeden Fall nicht. Ihr könnt mich nicht mal umstimmen, wenn ihr mir jetzt noch 100.000 extra zahlt. Mach ich nicht. Ich habe keinen Bock auf sowas. Merkt euch das. Ich werde einfach jetzt fristlos kündigen. Ich habe keinen Bock mehr, wirklich. Okay, Bro. Das ist zu blöde. Ich habe dann den Job der Produktion erfüllt und auf sie eingeredet wie auf einen lahmen Gaue. Und das stört mich nicht. Verlierst du dein Honorar? Das stört mich nicht. Dass sie das nicht verweigern kann, weil die Verweigerung einer Anweisung als Regelverstoß gewertet werden kann. Gib mir eine Chance, komm, Babygirl. Ja. Du bist stark. Es geht nicht komm, Babygirl, gib mir eine Chance. Sondern sie muss die Anweisung befolgen. Ich meine, es ist auch peinlich für Chatrin, weil sie vor 5 Jahren ein Problem mit mir hatte und das einfach nicht überwinden kann, die Arme. Ja, der Dings hat sie dann weich gekocht, der Jan. Ja. Wenn du jetzt so seine persönlichen Befindlichkeiten dazwischen stellst, dann bist am Ende nur du diejenige, auf die die Leute sich stürzen und sagen, oh, ist sie langweilig, oh, ist sie doof. Und, oh, das hätte man ja ruhig machen können und bla bla bla. Ja, aber das tun wir sowieso. Ja, ja. So bietest du einfach voll viel Angriffsfläche. Ja, hast ja eigentlich recht. Ich muss jetzt natürlich die Zeit mit ihr irgendwie verbringen. Respekt. Man muss auch Mut haben, seine Entscheidung zu ändern. Das ist halt einfach, als wenn jemand, der sein Abi frisch abgeschlossen hat und einfach eine Sonderschülerin, die es nicht weit geschafft hat, ein Gespräch miteinander führt. Heftig, wie sie die reden. Ja, genau. Wer ist sie davon? Heftig, wie die reden, ne? Und jetzt kommt sie ja trotzdem, also man hätte von Anfang an einfach cool sein müssen und sagen, okay, komm, wir gehen beide. Ist nur die Frage, wer als erstes heult. Ja, und jetzt stelle ich mir die Frage, wie gut können die Schauspielern, und darum finde ich das cringe, sein Urgroßvater. Achtung, Baby, ich bin vom Glauben abgefallen. Achtung. Mega süß gemacht worden. Wir hatten da alles, vom Prosecco bis Gesichtsmasken. Dann können sich doch beide jetzt ein Grinsen ins Gesicht schminken und gut ist, oder? Als du gekommen bist, war so okay, sie ist da. Klar hätte ich mich gefreut, wenn jemand anderes gekommen wäre. Ja, jetzt gelogen, wenn ich sage, ich habe mich voll gefreut. Ja, aber das Lustige ist, bei Jan war das Gleiche. Weil Jan hat im Instagram über mich gehatet. Mhm. Und dann kam ich so, nein. Und genau bei dir war genau das Gleiche. Und dann ist es genau so. Ich habe dich sofort erkannt. Ja. Ich dachte, das ist Elena. Nein. Hier wird geplaudert und gelacht. Fast schon unheimlich. Ich glaube, wir werden nie so BFF oder sonst irgendwas. Also mir war halt wichtig, dass du weißt, mich hat es nie gestört, dass ihr zusammengekommen seid. Klar habe ich einen Spruch gelassen, dazu stehe ich auch offen. Ja. Aber am Ende des Tages sehe ich auch die Dinge realistisch, bin ich blöd.
Ich wusste ja nicht, dass er in dich verliebt ist. Ja. So. Das hat mir niemand gesagt. Guck mal, ich war eigentlich so ein bisschen wie die Dumme. Also eigentlich auch ekelhaft von ihm. Aber für mich selber habe ich dann auch gesagt, am Ende des Tages habe ich ja auch nicht zu ihm gepasst. So, ne? Ja. Ist ja auch okay. Aber er hätte mir auch ehrlich sagen können, eigentlich bist du gar nicht mein Typ Frau. Ich stehe nicht auf Barbie, was ich ja früher so das Image hatte. Ja. Ist doch auch okay. Wenn er halt eher eine Latina oder so bevorzugt, ist doch vollkommen legitim. Ja, wir haben auch nicht zusammengepasst. Ja, klar, man hat sich so verliebt in den ersten Eindruck. Dann ist das mit der Schwangerschaft passiert. Dann haben wir uns zusammen entschieden, okay, komm. Und als er mich da verlassen hat, stand ich übrigens auch hinter dir. Da gibt es sogar ein Interview von, wo ich gesagt habe, eine schwangere Frau zu verlassen, ist das Letzte, was man macht. Egal, wie scheiße du in dem Moment warst. Ja. Ein Mann hat dich nicht zu verlassen, wenn du schwanger bist. Das kann er immer noch danach machen. Ja, ja. Ja, das war dann, genau, dann haben wir uns getrennt. Dann waren wir wieder zusammen. Und die Beziehung war immer ein bisschen so on off. Ja, und du weißt ja auch ein bisschen, wie Mike ist. Mhm. Der braucht halt eine naive Frau an seiner Seite, die alles macht, genauso wie er will. Mhm. Und ich habe 0% zu ihm gepasst. Wir hatten immer wieder mal Streitigkeiten und Diskussionen, wie auch immer. Und dann, nach 3 Wochen Trennung, hat er ja schon die neue Beziehung bekannt gegeben. Für mich ist die Stimmung definitiv besser. Wir haben uns auch wirklich ausgeplaudert, haben auch irgendwie gemerkt, dass wir beide ein extremes Kommunikationsproblem einfach miteinander hatten. Und eigentlich das Gleiche dachten, aber keiner das irgendwie auf den Punkt gebracht hat. Ich finde es voll gut, dass du da auch so offen redest. Ja. Und auch klar. Ja, weil ich immer denke, so... Ich muss ja nicht den Leuten gefallen. Nee. Ich muss ja jetzt nicht extra jedem meine Geschichte erzählen oder irgendwie probieren, dass die Leute mich verstehen, nur weil sie mich dann sympathischer finden. Ja. Von mir aus sollen mich alle hassen, mir ist das egal. Der einzige Punkt sowieso, wo ich angreifbar bin und wo du mich sofort, das ist meine Tochter. Ja, der Rest ist so. Aber trotzdem finde ich, wenn du zum Beispiel mal so offen darüber redest oder auch mal zugänglich bist, dann macht es dich natürlich auch wenn dir die Menschen draußen egal sind, versteht man dich halt ganz anders. Ja, ja. Ne? Weil das, was man dann liest, jeder bildet sich eine Meinung, sogar wenn man nicht will. Ja, aber Liebchen, Ich bin auch erleichtert. Gibt dir der Tipp? Gibt ihr? Weil für mich war echt so die Stimmung so, ja, mir ist es egal. Ich bin halt ein Mensch, ich kann das gut trennen. Ich glaube, Catherine nimmt das mehr mit. Die zwei haben jetzt, sich guck mal, pass auf jetzt. Nur Best Friends Nein. forever lackieren sich. Nein. Jetzt lackiert die den Nein. Nägel. Guck mal jetzt. Ich kann es nicht für ernst nehmen. Guck mal, wie lächerlich. Dieses Bild hier ist gerade so ein Bild für die Götter, ne? Das wird auf jeden Fall in die Trash-Geschichte eingehen. Kannst du andere Musik drüber spielen? Sollen die Pumuckl hören? Da ist auch Butter bei der Fische. Ich finde das auch schön, dass wir uns verstehen jetzt, dass alles einfach mal weg vom Tisch ist, aber hätte ich eine Sissi da, würde ich 5 Stunden feiern. So, schön, dass wir einmal darüber gesprochen hatten, wer Rückgrat besitzt und wer nicht. So, und jetzt geht's wieder weiter mit unserem besten Freund, dem Mike. Denn Mike ist so insecure, dass er merkt, dass irgendwas nicht stimmt und sucht ein Gespräch. Und Yasin hat überhaupt gar keinen Bock auf diese Scheiße. Man merkt, dass auch Yasin rumzappelt und was er für Antworten gibt. Sehr amüsant, subtil. Aber man weiß ja schon und deswegen muss man halt schon, also ich musste lachen, Achtung. Mann, erst ignoriert ihn seine Frau und jetzt auch noch die Pussy-Power. Damn it. Ey, das ist so eine Achterbahnfahrt hier. Man meint, man wüsste ungefähr, in welche Richtung die Stimmen gehen. 5 Minuten später geht's in die Richtung und die lassen sich auch nicht in die Karten schauen. Da soll mal einer behaupten, Mike hätte aus dem Sommerhaus nichts gelernt. Statt isoliert zu qualmen, wird aufgeschlossen geplappert. Mike merkt, dass ich ein bisschen distanzierter bin und sucht immer das Gespräch wieder mit mir, immer wieder. Deshalb komme ich mit jedem wahrscheinlich da, wie wir festgestellt haben. So recht. Ja, niemand hat mehr Bock. Von mir hier drin so. Von dir? Alter, wieder so auf Krampf versucht, sein Ding wieder reinzuwaschen. So. Was hast du einen Eindruck von mir? So, er da versucht halt zu ein Feedback zu bekommen, wie er so wirkt. Hör mal zu. Prodi, Alter. Ja. Gegenüber bist du mega korrekt. Meinst du, gibt jemanden oder mehr, die das nicht so sehen? Bestimmt, aber das, was du mich gerade gefragt hast, kannst du ja alle fragen. Ja. Würde ich mal machen. Frag einfach die anderen. Hast du das Gefühl, so von dir, weil du weißt vielleicht sogar ein bisschen mehr, wo ich hingehen soll? Mach das rein intuitiv. Okay. Und manchmal ist man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, das ist wohl. Ja, dass halt zum Beispiel ich jetzt irgendwo hingehe und die Gruppe sich dann auflöst oder so, weißt du? Also ich werde mich nicht einschleimen oder irgendwie Leute umändern wollen. Wie vor allem, wenn das auch so ist, dass man merkt, dass die Leute sich auflöst, wenn man kommt. Was hat er geschrieben? Was? Gib her!
Was? Der Weg zurück zu mir selbst war nicht einfach. Heute 20.15 Uhr, RTL 2, Kampf der Reality Stars. Was hat der für eine Wahrnehmung? Der hat doch schon selber gesehen im Stream bestimmt. Och Mann, nee. Ich kann ihn nicht mehr tragen. Ey, Junge, guck doch. Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock. Also wirklich. Musst du mich hier erwarten? Kaffee vielleicht? Ja. Ich finde, dass ich... Also normal, ne? Was soll ich dazu sagen, ne? Wie nimmst du mich hier drin wahr, Ronald? Es geht dir ist eine leicht narzisstische Tendenz. Das muss man jetzt erklären. Der Mike hat sich immer nur an alle gewendet mit seinem Problem, ohne auf die anderen einzugehen. Ja. Das ist eine gewisse Ich-Bezogenheit, die du mit hier reingebracht hast. Das ist eben typisch Narzisst. Und Narzissten sind nicht die beliebtesten. Ich bin kein Manipulateur, ich bin kein Narzisst oder irgendein anderer Doktorbegriff von irgendwelchen Ferndiagnosen aus YouTube. Bin ich Grüße nicht. Gehen raus. Nicht. Grüße gehen raus, Brudi. Ja, du mit deinen Ferndiagnosen. Grüße gehen raus, Brudi. Vor allen Dingen Ferndiagnose, was soll das? Ich habe eine Meinung. Ich habe eine Meinung. Das heißt nicht, dass ich sage, das ist so. Das ist meine Meinung. In meinen Augen ist das so. Ja, ein paar tausend Menschen aussehen. Ein paar Millionen Menschen sehen das so. Ich sage nur aus wie ein Ronald, der meine Videos nicht guckt. Ein Ronald Schill guckt bestimmt nicht meine Videos. Ja, nee, Ronald nicht. Nee. Und sag ihm das auch noch ins Gesicht. Du hast eine narzisstische Art. Sag ihm das auch noch ins Gesicht. Das findet er auch. So. Ich finde das auch und viele andere finden das auch. Ich kann das nicht mehr tragen. Habe ich nicht nötig. Aber jetzt will Mike mal hören, wie es Enrico so geht. Oh, mich zieht's einfach runter. Hintergrundwissen jetzt, ne? Ja. Mit dem Hintergrundwissen, ne? So schlimm? Mit dem Hintergrundwissen. An dem Punkt, wo ich jetzt bin, bin ich okay mit mir. Ich habe keinen Grund zum Anlass gegeben. Ich habe mich nicht fehlverhalten. Bin einfach gerade down. Bin gerade echt depressiv, Mann. Das ist schon ein hartes Praktikum. Ich glaube, das ist das härteste Praktikum in Deutschland. Wir haben es dir vorher gesagt. So, das darf ich auch nicht mehr sehen, Schatz. Hier. Ich auch nicht. Das können wir rausschneiden, raus. Dann kommt halt noch so ein Gruppenspiel, also nicht ein Gruppenspiel, ein Safety-Spiel, wo sich jemand safen kann. Und Mike auf jeden Fall kann sich nicht safen. Und die Frauen zum Schluss, die übrig bleiben, machen alle zusammen, dass sich niemand gesaved hat. Das ganze Spiel, wie gesagt, könnt ihr euch auf RTR Plus anschauen gerne. Weil das ist jetzt für uns nicht so interessant, dass wir das hier bewerten. Wir machen lieber weiter mit dem Mike, oder, Freunde? Oh, sehr gerne. Dann ziehen wir das jetzt heute nochmal richtig durch. Und wir sehen ein ganz tolles Gespräch zwischen Mike und Schäfer Heinrich, Freunde. Ja. Ich bin sehr entspannt und wenn ich mich triff, dann gehe ich nach Hause. Also ihr holt mich ja sowieso wieder rein. Also. Den Schäfer plagt Verlustangst. Also wir werden rausgewählt? Nein. Lieber Reality-Gott, steh mir heute bei die dritte Stunde der Wahrheit. Ich möchte noch bitte weiterkommen. Lass mich bitte als Schäfer in der Herde bleiben. Danke. Wir sind eine schöne Schafherde, das werde ich auch. Ja, vor allem, wenn wir schon seit Tag 1 zusammen sind. Sicher, wir sind ja seit Anfang zusammen, ne? Fast. Du musst dir keinen Kopf machen, gar nicht. Danke. Gar nicht. Wirklich so. Gar nicht. Ganz, ganz sicher. Wir bleiben bis zum Ende. Mike könnte jetzt auch einen guten Freund gebrauchen. Heinrich Tuvas. Ja, wird spannend heute, weil man... Keine Ahnung. Ich raus bin, muss ich erstmal meine Frau anrufen. Help me put my mind to rest. Der Schäfer Heinrich. Es wird wahrscheinlich schon so sein, dass er kriegt die meisten Stimmen. Die hauen irgendjemanden willkürlich raus. Und ich krieg dennoch meine Stimmen, damit hier halt Konflikte sind. Ja, genau deswegen ist er meine Stimme. Oh, das kommt noch schlimmer, als man denkt. Heinrich, ich habe mit jedem gar nicht. Immer Konversationen, aber... Echt? Naja, ist egal. Das war das Gespräch. War ein gutes Gespräch, oder? Danke. War ein richtig gutes Gespräch. Macht ihr das eigentlich bei so einem Auszug? Holt ihr die Sachen? Packt man die selber? Ja, wir holen deine Sachen. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ich habe schon jetzt gerade meine ganzen Sachen gepackt. Alles, auch die Kosmetiksachen, alles. Aber warum das denn? Weil Nina denkt, dass sie rausfliegt. So, und dann kommt jetzt die Stunde der Wahrheit. Ette ruft zum Gespräch. Wer? Ette. Wer ist Ette? Das heißt... So war Ette, so war für eine Frau, diese da ruft zum Gespräch. Das heißt, Kathi Hummels ruft zum Gespräch. Ne, du weißt Bescheid, Juri, dein Part, was zu tun ist bei Kathi Hummels. Und auf geht's. Bisher ist die heutige Stunde der Wahrheit Ja, er spult vor. Aus diesem Grund ist die heutige Stunde der Wahrheit konsequent.
Wir brauchen eine Hyaluron-Creme. Einer von euch die Gruppe verlassen. Oh. Sondern von diesem zweiten Beispiel. Wo ist die Bürste? Heute hat sich niemand gefällt. Elena, Sophia, Christine, Tessa. Ihr habt euch dazu entschieden, die Taschen gleichzeitig abzustellen. Eine Körpercreme? Müsst ihr heute alle zittern. Fußcreme. Labelle. Eine Person wird von unseren lieben Neuankömmlingen ausgewählt. Ihr beide müsst heute nicht zittern. Schatzi, ihr seid safe. Geht weiter oder nicht? Ja, klar. Außerdem hat die Gruppe... Ich soll nicht zusammenfinden. Ich muss da schon durch. Ihr dürft eine Münze einwerfen für die Person, die ihr rauswählen wollt. Okay. Weil am Ende von einem der Reality-Sides... Merry Christmas in der Happy New Year. So, wo sind wir jetzt? Ach, gar nicht weiter. Wir sind noch gleich ein Ding. Zurückgespult? Schatzi, geht das wieder jeden ab, Alter. Ja, ich weiß! Das zieht sich wie so ein Kaugummi, Alter. Ja, ich weiß, gar nichts dafür. Mike. Viele werden von dir als Person nicht so ganz schlau. Wer bist du? Wie? Ja, Mike. Warte, ich muss das imitieren. Warte, komm, das ist witzig. Warte, wie hat sie die Frage gestellt? Viele werden von dir als Person nicht so ganz schlau. Wer bist du? Wer bist du? Das fragen wir uns alle, wer der Mike ist. Guck mal. Ganz anstrengendes Lachen. Ich will sie. Ich weiß auch nicht. Ich kann mich nicht auf den Stuhl halten, Mann. Ich werde hibbelig. Die Frage muss ich jeder selbst beantworten. Ich bin so, wie ich bin und empfinde mich eigentlich. Wieso denn? Wieso denn die Frage muss ich jeder selbst beantworten? Nein, wir dürfen ja nicht die Frage uns selbst beantworten. Wir dürfen ja zu dir keine Meinung haben. Sonst kommt ihr mit jämmerlichen Drohungen um die Ecke. Ist okay. Arbeite an Dingen, die in der Vergangenheit liegen. Und so wie hier gibt es mich auch privat. Tessa, in der letzten Stunde der Wahrheit hast du von uns eine zweite Chance bekommen. Ja. Du durftest gleich mitgehen. Genau. Weil Diego kann heute nicht manchmal putzen, weil... Manchmal brauchen Menschen Zeit, um jemanden kennenzulernen. Oder manche denken, ich bin irgendwie übertrieben oder so. Das bin halt ich manchmal ein bisschen zu viel oder ein bisschen drüber, aber... Ja, das weiß ich. Den kenne ich mittlerweile. Ronald. Nee, komm, also Freunde, ich übertreibe auch nicht. Das ist doch einfach... Es ist doch einfach nicht zum Aushalten. Also da kriegt man ja... Okay, der war... Ja, spule mal vor, es dauert noch ein bisschen. Oh, der Junge. Junge. Da kann 5 Minuten gedauert, bis irgendwas passiert ist hier. Ja. Der Georgie. Um zu entscheiden, aber immer noch ungenügend, um zu sagen, ja, so ist es und nicht anders. Und jetzt bin ich so, also da war ich, weil ich hatte mit Enrico, haben wir eben das Interview davor geführt. Jetzt siehst du, was die alle für Gründe nennen zu Enrico und so weiter, wo ich auch dachte, Freunde, Achtung. Gruppenzone. Am Ende des Tages muss man auch gucken, wer passt zur Gruppe. Sagt sie. Auch wenn es ein Einzelkampf ist. Es ist trotzdem wichtig, dass die Atmosphäre passt und auch die Stimmung. Ja, ich weiß auch. Ein Papagei auf Drogen ist. Papagei auf Drogen? Ja, guck dir den nochmal an, Alter. Ich weiß. Guck dir den nochmal an, ey. Es ist nichts Persönliches, es hat nichts mit einer Vorgeschichte zu tun. Aber Mike, wir haben uns für dich entschieden. Ach so, die meinten, dass auf die Gruppe bezogen, wer passt zur Gruppe wegen Mike, okay. Ich möchte dich... auf gar keinen Fall verletzen, aber so ist das Spiel und so war uns. Mach gut. Schwenk gut. Macht das Geräusch? Lieber Mike, du darfst dich verabschieden. Nicht weinen, Mike. Tschüssi! Mach es gut. Zieh du gut. Tschüssi! Mein Weg zu mir selbst. Mike fliegt direkt in der nächsten Folge. Wenigstens etwas. Ich esse jetzt noch 3 Nüsse. Möchtest du auch eine Nuss? Ich wünsche euch allen. Ich habe nur 3. Viel Erfolg, viel Glück. Danke. Meine Zeit war es nicht. Nee. Ich bin happy damit, so sind die Spielregeln und ich freue mich auf zu Hause. Danke für die geile Zeit. War trotzdem cool. Kampf der Reality Stars. Die Reise ist für mich vorbei. Ich bin happy, ich kann mir in den Spiegel schauen. Ich habe hart an mir gearbeitet, konnte dir zeigen, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich freue mich auf meine Ehefrau. Jetzt geht der Vorhang erstmal zu und ihr werdet. Der freut sich auf seine Ehefrau. Danach war eine Riesenschlammschlacht. Öffentlich, der hat seine Frau öffentlich beleidigt und denunziert. Der droht YouTubern etc. Boah, der hat super an sich gearbeitet, ja, oder? Ist, sagt er so, der Vorhang geht erstmal zu und hört erstmal nichts von ihm, oder wie ist? Er hat super an sich gearbeitet, oder? Nur Freunde. Hat mich lange nicht zu Gesicht bekommen. Ja, wollen wir es mal hoffen. Ich stehe mich beim Wort. Und jetzt seid ihr dran. Ihr entscheidet, wer für die Person einwerfen, die vor. Ja, weil. Die Regeln kennen jetzt jeder. Wir fangen mit Ronald an. Sieht aus wie so ein Busfahrer. Das ist jedenfalls kein Lehrberuf. Und du, mein lieber Enrico, du bist jetzt hier quasi als Auszubildender. Das kann natürlich nichts werden, weil du auch nicht so talentiert bist. Und das sagt er? Dass er nicht talentiert ist? Was kann er denn? Wozu ist denn Reality TV eigentlich da? Welches Kunststück kannst du? Ich kann auf Nase drehen. Ich kann mit dem
Lieder singen. Ich kann mit dem Bärenauge Kuckuck spielen. Oder was ist Reality TV? Was muss denn können? Da sitzen noch 10 oder wie viele sind jetzt drin? Pures Talent. Du hast eine schwache und eine starke Seite. Dein Auftritt fing schwach an. Ich weiß, labert. Und fiel dann stark ab. Und deswegen entscheide ich mich für dich. Bullshit. Ja, richtiger Bullshit. Lieber Enrico. Das ist persönlich nicht böse gemeint. Wir können uns auch privat mal kennenlernen, weiter auf den Hof kommen. Sehr gerne, alles gut. Dann entscheide ich mich für dich. Mhm. Unglaublich leid, dass die Wahl auch auf dich gefallen ist, Enrico. Man sieht, dass er enttäuscht ist. Enrico, komm bitte vor. Also ich glaube, es war eigentlich ziemlich eindeutig, für wen ich mich heute entscheiden werde. Von daher mache ich gar nicht viel Drama, sondern ich entscheide mich für dich, Ronald. Einfach aus dem Grund, dass wir keine Verbindung zueinander haben. Ich finde, du bist mir aus dem Weg gegangen, ich dir aber auch. Und von daher fällt meine Wahl auf dich. Voll sympathische Aussage, voll. Obwohl da voll so ein... Ja, ja, voll. Ne, ist ja auch. Ja. Enrico, ich mag dich total. Und ich werde deinen Weg verfolgen. Und ich wünsche dir alles Gute, wirklich. Und da habe ich mich gefragt, warum hat Nina da nicht Mike gewählt? Und das möchte ich gerne die Nina fragen, wenn sie ins Interview kommt. Schatzi, der Mike ist schon raus. Ach ja. Wurde gerade rausgewählt schon. Ach, der ist ja gar nicht mehr möglich zu wählen, ne? Ja. Ich habe gerade sein Gesicht da gesehen, deswegen war ich irritiert. Der ist raus. Oh mein Gott, ich bin auf dem Schlauch. Die Frage kannst du wieder von aber okay, streichen. Aber warum... Ach stimmt, mit Tessa ist sie ja die Einzige, die Tessa mag, ist ja sie, ne? Ja, aber... Ja... Ich frage sie trotzdem mal, warum sie Enrico gewählt hat, weil sie hat das nicht so ganz genau begründet da. Aber ja, Mike ist raus. Jetzt ist er, guck mal, sein Gesicht, der Arme. Tessa, ich habe mich für dich entschieden. Sehr gut, die bleibt, hat Rückgrat wieder, die Elena. Ja. Wenn ich mich angucke, wäre, glaube ich, einfacher für mich gewesen, hätte ich ihn auch gewählt, weil dann hätte ich mir vielleicht keine Feinde gemacht heute Nacht. Ja, ja. So wie es jeder wahrscheinlich macht. Genau. Aber ich hätte niemals Enrico wählen können. Ja, ich mag die auch. Ja. Genau, das ist der Grund, warum das alle machen jetzt. Mhm. Gell, Georgie? Tessa könnte Enrico jetzt nach Hause schicken. Ich könnte ja jetzt sagen, ich mache so einen kleinen Catfight draus, aber ist nicht so mein Ding. Ich weiß, es ist auch schwer, sich so einer großen Gruppe zu öffnen. Und da mache ich mir als Mama einfach auch Sorgen. Ein Traum ist für dich in Erfüllung gegangen und ja, ich schmeiß dir jetzt für dich ein. Was denn, wenn du das Wort hast? Mir fällt es nicht leicht, echt. Jan, als letzter kommst du bitte zu mir nach vorne. Yes! Der Arme hat niemandem was getan. Ja, krass, ne? Ich habe mich spontan umentschieden. Meine Wahl wäre eigentlich auch auf Enrico gefallen. Aber ich finde, das Wichtigste ist Authentizität. Und es gibt jemanden hier unter euch, den ich... Ich weiß. Einfach super unauthentisch finde und auch leider Gottes schon auserzählt. Nina Christine, du kriegst heute meine Stimme. Ich glaube dir nicht, dass du Enricos Weg weiter verfolgst. Du willst immer super perfekt, super gerade wirken und ich habe das Gefühl, dass du dir selber dabei oftmals im Weg stehst. Ich glaube auch nicht, dass da noch mehr kommt. Ich würde es mir wünschen, auch für dich. Aber meine Wahl ist heute du. Und er ist jetzt nicht kein Mitläufer mit den anderen da so irgendwie, weißt du? Ja, aber ich glaube, genau deswegen. Sechs Taler für Enrico und für Nina Christine eine Verbalohrfeige. Er sagt, er hat sich spontan Lieber Enrico, verabschiede dich jetzt von der Gruppe. Finde ich total schade. Finde ich echt total schade. Wir nehmen es sportlich. Ja, ich kann sagen, ich war hier, wie ich bin. Und auf jeden Fall hundertprozentig ich. Und das war mir wichtig, dass ich zu Hause die Sendung schaue und sagen kann, das war ich gewesen. Sehr gut. Und von daher. Sehr gut. Enrico, was nimmst du denn mit aus deinem Praktikum? Sehr gut. Ja, ich habe einfach gesehen, dass viele Leute nicht immer ehrlich waren. Und auch diese Erkenntnis ist wichtig, auch für ein Praktikum. Ich wäre gerne noch hier geblieben, aber es ist wirklich in Ordnung für mich. Schade. Mein Lieber, sie ist positiv. Du kannst jetzt eine richtige Ausbildung machen. Da hast du eindeutig mehr Sendezeit. Was da noch kommt, da bin ich echt gespannt, was das heißt. Die ganzen Dinger. Dritte Stunde der Wahrheit ist bei jetzt Chavon, ne? Vorbei. Troy. Wie ihr wisst, kann nur einer von euch. Oh, ja, okay. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Okay, tschüssi. Nächste Vorschau. Schäfchen kommen. Jetzt ein Kuckuck ist das? So was habe ich noch nie gesehen. Die sind ja wirklich ein Mensch. Los! Los!
Ciao. Und was ist denn kleines? Oh mein Gott. Ich werde lieber Moderatorin. Ich will mit so nichts mehr zu tun haben. Okay. Und deswegen haben wir uns leider für dich entschieden. Okay, ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Bist du gespannt? Ja, Freunde. Ey, schreibt es direkt unten rein, eure Meinung zu diesem ganzen Elena und Catherine-Ding, zu Mike-Ding. Und wie ihr das findet, dass die alle Enrico gewählt haben mit diesen ganz tollen Erklärungen und dass er gehen musste. Schreibt das auch gerne mal unten rein, wie ihr das so findet. Ob das fair war, nicht. Hätte jemand anders gewählt? Wenn ja, warum? Und ansonsten freue ich mich sehr auf die nächste Folge. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht, etc. Und dann kommt ja auch, wir wissen noch nicht, das Interview zu Enrico online. Wir hatten Enrico interviewt, ganz interessante Fragen und sehr wichtige Details erzählt er uns da. Und wir werden Nina Christine auch einladen. Wir haben schon einen festen Termin. Also es geht noch gut weiter ab. Wenn ihr weiteren Trash schauen wollt, dann einfach hier auf die Videos klicken. Und ansonsten abonnieren nicht vergessen, kommentieren, habe ich euch ja schon gesagt. Ja, dann macht das gut, Freunde, schwenkt den Hut und bis zum nächsten Video. Ciao.